So, ein Bag. Passend für die Fleischbrühe, was dir auch geholt wurde. Sehr gut. Aber was man einfach alles machen muss, oder? Vor allen Dingen nur so nach so einem, sag ich jetzt mal, Schicksalsschlag, was ich alles craften muss. Ey, das ist ja... Boah, ist der riesig. Jesus Christ. Rasantes Wachstum. Aber der ist viel kleiner. Warum sind denn die so winzig? Ob das vielleicht wirklich mit dem... gehört, wie die Katze miaut hat? Mau, mau, mau. Blutsauger stand im Flur, beziehungsweise mit dem Blick ins Schlafzimmer und miaut. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Was war das denn? Mau, mau. So ein Süßi. Na, du kleine Schnurrkatze? Was erzählst du für Geschichten? Ha? Hier war doch irgendwo gerade was kaputt. Sag mal. Aha, die Matte war anscheinend kaputt. Die Grasmatte. Die hat bestimmt vorhin irgendwas abgekriegt, als hier ein Wildschwein reingekommen ist. Es klang wie Alarm, Alarm. Ja, ein bisschen, ne? Der Spinner. Ne, das hat er ja noch nie gemacht, der Blutsauger, dass der so miaut hat. Crazy. Okay, wie weit ist die? 248. So, da drücke ich nochmal was rein. Ich weiß halt nicht, ob man mehrmals darauf drücken muss, dass die dann halt schneller irgendwie das ist oder so. Kein Plan. So, was machen die jetzt draußen mit den Kürbissen? Muss ich die per Hand ernten oder auch mit der Sichel? Ich habe eine neue Sklavin gefunden, ja. Eine ganz liebe und feine. Ey, wenn es so weitergeht, brauche ich mal so ein ganzes Lager voll mit Asche. Wenn es so weitergeht. Okay, jetzt gehen wir aber endlich kämpfen. Let's go. Let's go! Nachdem wir die Frau da geklaut haben von dem einen Typ. Der hätte die safe noch getötet, hätte ich mir die nicht gekrallt. Ich schwöre euch. Ja, stimmt. Es gibt dann ein bisschen mehr Code, ne? Wir könnten ja sogar noch eine zweite Toilette produzieren. Dann kacken sie in zwei Bereiche rein. Aber ich glaube, Lamas und Alpakas und so, die produzieren auch Kacker. Glaube ich jedenfalls. Aber ich weiß nicht, ob das die gleichen Fäkalien sind, die man benutzen kann. Für diese Rezepte. Oder ob das vielleicht ein Unterschied ist, ob man Tierkacker... Guck mal, die zerstören alle die Barrels und so nicht. Aber ich bin ehrlich, hätte Patty mir das nicht gesagt, als Hinweis, dass man die Sachen hier kaputt schlagen kann, dann hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber ich loote das jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich will jetzt da hingehen und ich will diesen Scheiß-Tiger eins auf die Fresse geben. Es ist jetzt schon 16 Uhr. Wir brauchen da ein Stückchen, bis wir da hinlaufen. Und ich hoffe... Gertie Berli schafft das. Ich habe großes Vertrauen in Gertie Berli. Und nicht sind uns heute einfach zwei NPCs gestorben. Oh Gott. Das wäre so traurig.
Oh, es geht schon langsam, die Sonne geht schon langsam wieder unter, Leute. Ah, ist auch schon gleich 17 Uhr. Theoretisch müsste hier eigentlich bis 22 Uhr die Sonne scheinen. Das ist am Strand, also come on. Come on. Wer sitzt denn da? Hand Level 11. Ist das ein Spieler? Ich glaube, das ist ein Spieler, oder? Hat Gerzi Bernie schon gekackt heute vor der Hütte? Ja, ja, ja. Hat heute schon brav Kacki gemacht. Muss ich hier hochgehen oder musste ich noch weiterlaufen? Man kam doch da den einen Weg relativ gut lang. Ah, das war, glaube ich, hier. Ja, hier hoch, glaube ich, musste man gehen. Ich hoffe, man kommt da hoch. Nee, man kommt nicht hoch. Scheiße, man kommt da nur runter. Ah? Vielleicht, wenn man so ein bisschen trickst. Oh oh. Bisschen weiter trickst, bis man komplett rum ist. Gerzi-Bärli hochkommen. Ich glaube, der kommt hier nicht hoch, wa? Er steht doch nicht hinter mir. Ich glaube, der kommt hier nicht hoch. Nein! Das kannst du mir noch nicht erzählen. Ach, Gerzi-Bärli. Ach, du bist auch ein dummer Fuchs. Ja, dann müssen wir außen rumlaufen. Führt keinen Weg herum. Er kommt hier nicht hoch. Er kann sich hier nicht hochbacken anscheinend. Oder hätte ich einfach weiterlaufen müssen? Meint ihr, der wäre irgendwann hochgekommen einfach? Ach nee, jetzt wird es schon fast dunkel. Ich habe Angst. Hier ein Papagei. Unos Papagayos. Unos Papagayos. Ah, da ist er. Sehr gut, Gerzi-Bärli. Bin stolz auf dich. So, jetzt sind wir aber zusammen hier. Papiere. Ein gewisser Entfernung porten die sich dann zu dir. Aber ich glaube, der wäre eben nur die ganze Zeit neben mir hergelaufen. Das hätte dann nicht geklappt, glaube ich. Das ist ein Tapir, glaube ich. Das sind alles Tapir. Ja, aber irgendwo war doch hier dieser eine Jaguar.
war irgendwo hier rechts. Da ist er. F1. Greift denn der nicht an? Oh oh. Nicht, dass der uns nicht hilft. Oh, Gertie Belly ist gleich tot. Gertie Belly, ich glaube, du bist gleich tot. Ich glaube, Gertie Belly ist gleich tot. Ich glaube, Gertie Belly wurde gefressen. Aber ich hab's geschafft. Berli. Aber warum bist du auch nicht weggegangen und hast dich geheilt? Gertie Berli, warum tust du mir... Oh Gott, du hast keinen Kopf mehr. Oh shit. Oh shit, Gertie Berli. Das war keine Absicht. F for respect in the chat. Bam. Irgendwann wieder. Ich hole mir einen neuen Gertie Berli. Oi, 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 oi. Ach du heiliger Bimbam. Boah, ich hoffe jetzt nicht noch irgendwo so ein Tiger. Aber gibt es hier irgendwo eine Kiste oder sowas? Die Inschrift lesen. Jetzt haben wir keinen mehr, der kackt. Stimmt, scheiße. Er hat uns gesagt, jener, der über den Himmel reist und auf die Erde herabkommt, ist der Sonnengott. Ich meine von mir. Eindeutig. Eindeutig sprechen die von mir. Mua. Ja gut, Gertie Berli, es tut mir sehr leid, es war ein kurzes Unterfangen. Du hast dein Bestes gegeben. Du warst auch nur Level, ich glaube, 19. Ja. Schade. Passiert. Ausgeschissen hat sich's. Stimmt. Ich hole mir aber einen neuen Gertie Berli. Ich verspreche es. Ich hole mir einen neuen Gertie Berli. Der darf dann wieder in unsere... in unsere Toilette kacken. Ach Mann, ey, aber das ist echt schade gewesen. Du hattest Potenzial, Gertie Berli, wirklich. Ey, was ist denn das heute für ein trauriger Stream? Erst stirbt Pralinchen, dann Gertie Berli. Ihr seid halt einfach zu schwach. Ihr seid einfach zu schwach. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben unser Ziel erreicht, wir haben Rüstung gecraftet und wir haben das erste Tier bei uns drinne im Stall. Ein Truthahn haben wir schon. Es ist ein kleiner Erfolgs, ein kleines Erfolgserlebnis. Und wie gesagt, wenn es Tag ist, könnten wir theoretisch auch nochmal zu dem Dorf oben gehen und vielleicht holen wir uns da noch vielleicht einen anderen oder so, den wir als Support noch mitnehmen können. Der vielleicht ein bisschen stärker ist. Wen wundert's auch, wenn wir andauernd scheißen müssen? Ihr wurdet extra gequält. Extra wurdet ihr gequält. Okay, warte mal, dann nehme ich mal jetzt die Spitzhacke hier und baue mal hier die Sachen noch ab, wenn jetzt noch gerade keiner ist.
Aber das ist random, ob hier was drin ist, oder? Aber der Panther, das war echt schwer, gegen den zu kämpfen. Also der war sehr stark, muss ich sagen. Das ist dann eine Art Mini-Boss, glaube ich, oder? So ein kleinerer Boss? So einfach ist man austauschbar bei Efi. Nein, 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 nein. Wir holen uns ja wieder neue Leute. Und dann, also wenn wir das wirklich mal richtig spielen sollten, also dass es veröffentlicht wird, dann könnte ich mir auch gut und gerne vorstellen, dass wir das mit Kanalpunkten verknüpfen. Dass ihr Namen seid oder vielleicht so eine Twitch-Interaktion. Das wäre auch eigentlich ganz cool. Dass Twitch das vielleicht automatisch macht. Oh, ich habe braune Farbe gefunden. Braune Farbe. Das ist auch nichts. Ah, sag mal. Ich habe ein Gewaltproblem. Ich sag's, wie es ist. Aber hier, hier ist immer Gemüse und Obst drin. Und tatsächlich Samen. Voll cool. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Banane. Die bräuchten wir theoretisch für die Falle für die Affen. Aber ach du Scheiße, ich muss ja dann durch den ganzen Dschungel zurücklaufen mit dem Affen in der Hand. Oder? Vor allen Dingen auch da oben mit dem Jaguar und dem Schwein dann. Ach du heilige Scheiße. Na, da werde ich doch safe irgendwann sterben. Oh, eine Ananas haben wir. Oder kann ich da irgendwie mir eine Art Käfig oder sowas bauen? Oder mit Kackpumpen? Excuse me? Ja, sieht immer nicht so froh aus. Sind auch echt viel rumgerannt jetzt. Premium-Klaue. Stimmt, der hat ja auch Loot gedroppt. Premium-Klaue einer rasenden Bestie. Premium-Kadaverstück. Premium-Bestienknochen. Premium-Bestienhaut und Frischfleisch. Und Bestienblut in Grün. Okay, okay, okay. Ah! Rekrutiert. Oh, ist sie klein. Die ist ja süß. Die hat voll die gleichen Haare wie ich. Ja, mega niedlich. Fleisch können wir da reinmachen. Brauche ich da immer zwei Fleisch für? Ach, krass, ja. Das wäre schon besser, das herzustellen, weil das nicht verdirbt, ne? Das wäre, glaube ich, echt schon eine gute Idee. Okay, krass. Kann ich dann jetzt auch aus dem Premium-Kadaverstück Sachen herstellen und der Klaue?
Oder brauche ich die später für irgendwelche Dinge? Baumwollsaatgut. Kürbissaatgut haben wir wieder gekriegt. Hier eine Pilzsuppe, die kann ich mal essen. Und da bei den Affen haben wir sogar zwei Bananen. Okay, das ist nice. Chance auf Aneignung bei Einschüchterung eines Zuarbeiters. Was ist denn ein Zuarbeiter? Chance auf Aneignung bei Einschüchterung eines Handwerkers in einer Kaserne. Kaserne. Oh, wir müssten eigentlich auch da oben hoch, ne? Ah, da müssten wir dann eher hier so lang laufen, glaube ich. Hier kann ich noch gar nicht hin, oder? Weil hier ist ja auch kein Auge. Ist hier erstmal zu oder kann man noch weiter irgendwo rumlaufen? Kann ich auch hier unten hinlaufen? Hier sind ja auch so... Warte mal. Da ist die uralte Pyramide. Sind hier auch Bosse? Und da oben. Oder kommt man da dann theoretisch nur über diese Portale? Eins, Mammut, zwei, drei, vier. Aber es gibt doch eigentlich fünf Bosse, oder? Fünf. Nee. Doch. Säbelzahnbestie, Nebelfrosch, Riesengorilla, Sturmgeier und Mammut. Mammut ist dann wahrscheinlich im Schnee. Sturmgeier vielleicht irgendwo, wo es heiß ist, mit Vulkan. Das ist so, Nebelfrosch ist so moorig vielleicht. Aber wo ist denn der Riesengorilla? Auch eigentlich so im Dschungel, oder? Okay, thank you for the community points. Thanks a lot. I want to play guitar on stream. So if you have enough points, you can join every stream I will make in a few days and you can give me your points. And I hope you're feeling very good and you hope I hope you enjoy the summer. What kind of weather is it in your hometown? Ich habe ja erst das erste Portal frei, aber da sind einfach nur drei Schlangen. Ach du Scheiße. Kannst du da nicht einfach irgendwie durch, Patty? Kannst du da nicht einfach irgendwie durch? Ich glaube, ich würde versuchen, mir nochmal einen stärkeren NPC gleich zu holen. Dass wir vielleicht nochmal einen stärkeren NPC bekommen. Wie hast du eigentlich mitbekommen, was bei euch in Spandau passiert ist? Nee, was ist denn bei uns in Spandau passiert? Was habe ich da nicht mitbekommen? Ich habe nur letztens mich doch gewundert, weil ich immer so komische Nachrichten auf mein Telefon gekriegt habe. Und da doch irgendwie Warnhinweise waren. Und ich dachte, das ist wieder so ein typisches Event, wo, keine Ahnung, Sirenen oder so laufen. Dass das halt so ein allgemeiner Hinweis ist von der Feuerwehr oder so. Aber da war irgendwie ein Großbrand in das, was Gertje Berdi auch geschrieben hatte, in Lichterfelde oder irgendwie so. Und da sind tatsächlich Giftgase ausgetreten. It's rainy here right now, about 19 degrees. Okay, it's quite the same like in Berlin. The last week it was very sunny and very hot warm. But now it's a little bit of rainy and... there are a lot of clouds in the sky, so it's not so sunny today and a little bit colder. I think in night it's about under 10 degrees. It's not so warm. And Bonn is the same, very rainy and 13 degrees. Ich weiß gar nicht, wie warm das bei uns gerade ist. Wartet mal kurz. Yeah, 19 degrees. Same here. Ich
glaube, das kann ich hier gar nicht schreiben, was da passiert ist. Wie ist da ein Mord passiert oder was? Massenvergewaltigung oder was? Oh Gott, ich gehe einfach nicht mehr aus Spandau raus. Um Gottes Willen. Also aus meiner Wohnung, meine ich. Am besten nur zu Hause bleiben. Braune Farbe haben wir bekommen. Kann ich mir damit Sachen einfärben vielleicht? Früher oder später? Ansonsten, Lotrix, schreibst du mir privat, wenn du es nicht in den Chat schreiben willst. Wenn es halt vielleicht auch ein Thema ist, was den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen triggern kann oder was, das vielleicht nicht so zum Kontext jetzt passt, dann kannst du das mir auch gerne privat schreiben. Aber ich habe es nicht mitgekriegt, nee. Die Sache ist halt auch, ich bin, was so Nachrichten angeht, ich habe irgendwann, also ich habe damals immer um 20 Uhr Nachrichten geguckt, aber ich bin irgendwann davon weggekommen, weil mich das zeitweise immer so belastet hat, Nachrichten zu schauen. Und klar, es ist schon wichtig, irgendwie zu wissen, was so in der Welt passiert, aber ich will mich da gar nicht mit beschäftigen irgendwie. Ich will einfach so mein Leben leben und meine Ruhe haben und nimmt mich sonst alles direkt mit. Ich habe es dir mal auf dem Discord geschenkt, okay? Nee, aber ich habe echt nichts mitbekommen. Ist vielleicht auch manchmal besser so, um sich nicht zu behaften. Ach Gott. Ja, aber ganz ehrlich, was da drin geschrieben wird, dass auch, also so wie sich das liest, ist das halt irgendwie Bandenkrieg oder so hier. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch in Berlin ist das ja gerne mal gang und gäbe, dass hier sich irgendwelche Clans untereinander abstechen. Aber ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie wie so ein Anschlag oder so gewesen. Weil wenn das schon mittlerweile nach Spandau kommt, ach du heiliger Strohsack, das muss ja nur nicht sein. Also es muss nirgendwo auf der Welt sein, ne, um Gottes Willen, aber wenn das dann so, naja, vor der eigenen Haustür passiert, das war nämlich, vor kurzem war das auch ganz krass, da ist Chris auch zur Arbeit gegangen und der ist S-Bahn gefahren und ist zur S-Bahn-Strecke und dann stand auf der Straße so eine Art Kreuz oder so ein Symbol, dass da auch jemand abgestochen wurde. Und dann sagt er auch so, da geht er nie wieder lang, weil, also, ja, das muss man ja nicht herausfordern. Aber das mit dem Headset hast du vorhin schon geschrieben. Das PlayStation Pulse Elite. Und bist du zufrieden mit dem Headset? Ich muss sagen, ich habe ja hier meinen HyperX. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also für mich reicht das aus für meine Verhältnisse. Braucht doch nicht so ein ultra krass anspruchsvolles. Okay, gefrorene Kartoffeln 21. Das kann der hier gleich mal machen, würde ich sagen. Dann muss ich das nicht machen. Obwohl, die Kartoffeln verderben ja auch nicht. Ach, ich lasse das. So. Premium-Bestienhaut. Ich würde das, glaube ich, erstmal lagern, oder? Diese Premium-Sachen, die wir jetzt bekommen haben, ich würde daraus noch nichts herstellen, oder? Aber vielleicht aus dem Kadaverstück? Nee, ich lasse es lieber. Das läuft ja nicht ab, ne? Nee. Das läuft ja nicht ab. Holzpfeile hat die. Guck mal, ob ich der andere Pfeile geben kann. Gebe ich dir einfach ein paar Steinpfeile. So, und das Schwert nehme ich hier noch raus. Aber Bandagen braucht die dann noch, wa?
Bandagen hat er. Headset hatte ich auch direkt einen Headset-Halter mitbekommen. Und da kann sogar das Headset sogar laden. Okay, sowas ist cool. Das ist nice. Und vor allem, wenn es dann runtergesetzt wurde und ein bisschen günstiger ist. Das ist doch schön. Das ist doch angenehm. Fleischbrühe. Da können wir eh nur 6 herstellen. Dann haben wir nämlich keine Töpfe mehr. Keine Schüsseln. Dann ist nur eine Kartoffel. Okay, was will noch? Das Bestienblut, das können wir auch noch hier reinstecken. Der Aas, ein bisschen. Ah, das Lehm brauche ich ja zum Reparieren, ne? Das müssen wir gleich behalten. Die Sachen können wir noch wegmachen. Ach, weißt du was? Das zerstöre ich jetzt. Weg mit dem Dreck. Kann ich eigentlich auch zerstören. Das Blaue können wir mal aufbehalten erstmal. So, jetzt ist es Tag, da können wir eigentlich noch mal loslatschen, würde ich sagen. Weil wir ja noch mal gucken wollten oben bei dem Dorf, ob wir da noch mal jemanden finden, den wir mitnehmen können. Und wir können unsere Sachen holen. Das wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Oh. Das behalte ich für die Affen. Ich hoffe, die essen das auch. Farbe. Wo muss ich denn Farbe reinmachen? Vielleicht erstmal hier rein, oder? Da habe ich jetzt erstmal noch keinen Platz. Dann brauche ich, glaube ich, Zweige. Und in 4 Minuten reif, okay. Zweige und irgendwas brauchte ich noch. Ich habe das Headset auch mal geschickt. Sehr cool, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Kann ich gleich mal reingucken. Dicke Seile und Baumzweige. Dicke Zweige und Baumseile. Ach, das ist direkt so weiß, auch wie das PlayStation-Design, was es jetzt gibt, ne? Wir haben ja jetzt auch so ein richtig... Ich finde ja, die neue PlayStation sieht so aus wie so ein richtiges Schlachtschiff. Die 50 steht! Ey, Scotty! Dankeschön! Vielen, vielen Dank für deine Streamer-Serie von 50! Voll nice, so. Dankeschön. Darf erstmal 2K Katzenpfoten rumwerfen. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Leute, schaut gerne bei Scotty mal rein. Auch sehr sympathischer Streamer, der zurzeit ein bisschen pausiert aufgrund dessen, weil er zu viel zu tun hat wegen seiner Arbeit. Aber den wir baldigt antreffen werden, wenn wir tatsächlich in den Multiplayer reingehen von Elden Ring. Also guckt da gerne mal raus. Raus. Ja, ihr könnt auch rausgucken. Guckt da aber auch gerne mal rein. Würde ich mich sehr drüber freuen.
Und Scotty, freut mich, dass du reingeschaut hast heute. Dass du es geschafft hast. Boah, ich muss die ganze Zeit von der Cola aufstoßen, ne? Das ist richtig unangenehm. So, reparieren. Jetzt nehmen wir die mit. Wo ist die Anne? Hier. Oh, da fehlt mir Leben. Oh, das Spiel will mich einfach ärgern. Ich habe immer irgendwelche Sachen, die mir fehlen. Oh, es geht mir so auf den Nerv. Es geht mir so auf den Nerv. Warum fehlen mir immer irgendwelche Sachen? Da sind es nur 3 fucking Leben. Oh, nimm mit jetzt die Scheiße hier. Da kommt deine Musikshow wieder, Scotty. Naja, Scotty hat zurzeit halt sehr viel Arbeit. Ich habe das ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Deshalb macht der Scotty zurzeit ein bisschen Pause. Und die Evi hier und da mal öfter ein bisschen Musikshows. Obwohl ich das gar nicht machen will. Ja doch, manchmal habe ich schon Bock. Hier nehmen wir noch das Hühnerfutter draus. So. Aber ich will das halt nicht zu oft machen, ne? Ich habe gestern das Spiel für dich gefunden, Another Crab's Treasure. Nee, das werde ich nicht spielen. Das finde ich optisch gar nicht leider ansprechend. Ich habe mir das angeguckt, weil das teilweise von euch auch empfohlen wurde. Und das ist auch wirklich süß. Es ist wirklich süß. Aber es ist gar nicht mein Spiel. Ich finde das viel zu bunt. Ich bin halt schon ein bisschen älter. Es ist mir einfach viel zu bunt. Es ist echt süß gemacht und die Kämpfe sind auch wirklich anspruchsvoll. Aber das ist leider gar nicht meins. Leider, leider, leider. Auch die Musik war ziemlich cool, aber... Nee, das weiß ich nicht. Irgendwie hat mich das nicht so angesprochen. Du bist erst 25. Ja, sag ich doch. Ich werd älter. Und packen wir jetzt hier ein bisschen Zeugs rein. Schon wieder Nüsse gefunden. Ey, ich weiß langsam nicht mehr, was ich mit diesen Nüssen laufend machen soll. Mit den verrückten Nüssen. Könnte ich nochmal dieses Heuschreckenzeugs herstellen? Knochenpulver und Gift. Ja, mit den Integrates. Aber das kann ich dann nur in meinem Inventar machen, oder was? Das finde ich so verwirrend. Manchmal. Die Sachen sind ein bisschen komisch. Finde ich tatsächlich. So. Uiuiuiuiui, was ist denn da schon wieder gewachsen? Heiliger Strohsack. Ja, mit den Kürbissen. Ich nehme sie alle mit. Sehr schön. Dann sind die auch gewachsen. Okay, wir machen uns jetzt auf die Suche nach Affen. Leute. Und ich hoffe, dass die Bananen fressen. Wenn die jetzt keine Bananen fressen, also dann weiß ich aber auch nicht. Aber ich würde, glaube ich, dann langsam auch Schluss machen für heute. Ich will mir noch gerne Affen, also einen vielleicht holen. Hallo Katze! Ey, vielen lieben Dank für den Raid. Ich wollte gerade sagen, ich mach gleich aus. Aber, oh, schaut mal, der Truthahn! Der Truthahn! Aber ich will mir gerade noch einen Affen holen. Wir haben nämlich jetzt... Wir haben Federn. Wir haben Federn bekommen. Und hier liegt Scheiße. Geil. Eiernest. Aber Eier, naja, ist ein männliches. Deshalb legt es wahrscheinlich keine Eier, wa? Alter, hier sind ein... Ich habe Scheiße gekriegt, Leute. Ich brauche einen Gertschi-Berli gar nicht mehr, der mir in mein Klo kackt. Wie cool ist das denn bitte? Ey, Leute, vielen lieben Dank für den Raid. Hallo, ihr lieben Raiders. Wie geht's? Wie steht's? Schön, dass ihr alle da seid.
Endlich Fäkalien! 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 Hallo ihr lieben Raiders, wie geht's, wie steht's? Schaut gerne mal bei Katze Berlin vorbei. Lasst da gerne auch ein kostenloses Follow. Sehr sympathisch, auch öfter mal hier bei uns im Stream anzusehen. Vielen, vielen Dank für den Raid. Was habt ihr Schönes gespielt? Das Krabbelspiel werde ich wohl demnächst auch mal spielen. Ich habe es mir gestern nämlich heruntergeladen. Ach cool, na siehst du, das ist doch nicht schlecht, wenn dir das gefällt. Danke für den So und Hallöchen, Scotty. Aha, aha, aha. Heute war meine Mom übrigens zu Besuch. Das erste Mal seit 4 Jahren wiedergesehen. Ah, ich habe gedacht, ihr habt euch letztens schon getroffen, als Dings doch vorbeikommen wollte, Schaukler. Beziehungsweise als der irgendwie gefragt hatte, ob ihr Zeit und Lust und so habt. Endlich haben wir Kaka. Wir haben endlich Kaka. Aschedünger. Okay, wollen wir das hier eher drauf machen? Aschedünger. 40. Ich glaube, ich muss noch einmal. Oder? 350. Jo, jetzt ist ausreichend. Leute, falls ihr dieses Spiel übrigens hier nicht kennt, wir spielen gerade Soul Mask. Ist so ähnlich wie Conan Exiles. Und wir beschäftigen uns gerade dafür. Ihr braucht Knochenpulver. Okay, Knochenpulverdünger. Das ist ja nochmal was ganz anderes als Aschedünger. Aber ihr wart in Pokémon Infinite Fusion unterwegs. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Wie hat euch das so gefallen? Was habt ihr Schönes gefangen? Ich hoffe doch nur die besten Pokémon. Knochenpulverdünger. Da brauche ich auch Code für und Knochenpulver. Das macht Sinn. Okay. Na gut, aber wir haben ein Ziel. Wir wollen uns Affen holen, die für uns Gemüse sammeln. Und das werden wir jetzt noch machen. Wo kommen meine Federn rein? Hier. So. Ja, unglücklicherweise sind einige meiner NPCs gestorben. Weil man kann sich ähnlich wie in Conan Exiles hier auch Leute holen und die dann einteilen, managementmäßig, dass die halt sich ein bisschen kümmern um den Haushalt und die ganzen Sachen. Und vielleicht sind mir da heute 2 NPCs gestorben. Leider. Na, leider war es zeitlich nicht günstig. Und ich fand nicht, noch nicht statt. Ach so, okay. Aber ist doch cool, wenn du, wenn ihr euch jetzt treffen konntet. Und das mit Schaukler kriegst du auch noch irgendwann hin. Ach, das ist ein Fan-Made-Game. Da kannst du Pokémon zusammen fusionieren. Zum Beispiel Glurak und Pikachu. Ey, da muss ich, glaube ich, nachher mal bei dir reingucken in die Streamaufzeichnung. Und Hallöchen auch Soulmate. Hallöchen. Soulmate Bunny. Das ist ja auch ein schöner Name. Ey, dankeschön nochmal für den Raid. Vielen, vielen Dank. Hab mich sehr gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und wir haben ein paar Legendäre. Ja, nice. Oh, ich hab letztens auf TikTok, habe ich so gesehen, da hat einer von damals als Kind so eine Glurak-Karte, die einfach richtig dolle kaputt war, ne? Er hätte einfach Millionär sein können. Oh Mann, oh Mann. Aber Scotty, wenn du sagst, dass du demnächst mal das Krabbenspiel spielen wirst, wirst du das vielleicht auch streamen oder eher so für dich spielen? Oder ist bei Streamen derzeit wirklich so ein bisschen die Luft raus? Was ich auch total verstehen kann, ne? Also so viel Arbeit, wie du jetzt in letzter Zeit so im Kino hattest, das grenzt ja schon an Abnormalitäten. Ich will mal was zum Futtern suchen. Mach das mal, Katze. Mach das mal auf jeden Fall. Und Dankeschön nochmal für den Raid. Vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen. Und vielleicht, Leute, ist ja auch Soul Mask was für euch. Wie gesagt, ihr könnt noch bis zum 10.05. die Demo spielen. Und die Demo ist automatisch auch die Open Beta. Also man kann hier auf privaten Servern spielen. Man kann aber auch auf Servern von Soul Mask spielen. Du kannst auf PvE-Servern spielen, egal ob asiatisch, europäisch oder amerikanisch. Und kannst halt mit Leuten zusammendaddeln. Wir sind auf dem Server 310. Also ich bin da drauf. Patty spielt zum Beispiel auch gerade mit aus dem Chat. Der ist immer mal wieder hier am Rumwuseln.
Und ja, da könnt ihr gerne auch reingucken, wenn euch das gefällt, wenn euch Ark gefällt, wenn euch Conan Exiles gefällt, wenn euch so eine Games zusagen, dann könnt ihr da auf jeden Fall gerne mal reingucken. Guck mal, die hat gerade gar keine Punkte. Aversion gegen Temperatur. Du bist gegen Temperaturen äußerst empfindlich. Okay, also mit der sollte man definitiv... Du kannst, glaube ich, dann auch die Charaktere ja wechseln, ne? Dann kannst du auch sagen, du willst einfach einen anderen Charakter spielen. So, jetzt hat die mal schnell was getrunken. Überleg halt, kann ich die irgendwas herstellen lassen? Wie viel Leben habe ich denn noch? 284. Wenn die mir noch mal 50... Wenn die mir noch mal 50 von den Gussformen herstellt und dann noch mal 50 Schüsseln. Das sollte sich doch ausgehen, oder? Töpfertisch. 50 davon. Und danach soll sie nochmal 50 Schüsseln machen. Und dann vielleicht 20 Becher. Wir hatten nämlich noch ein paar von den... Dann haben wir hier noch 20. So, let's go! Okay, dann arbeitet die da. Sehr gut. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg und wir holen uns jetzt Affen. That's the way to go. Ich hoffe, die sind echt hier in der Nähe. Das Kampfspiel ist echt lustig. Ich habe das schon woanders gesehen. Passt auf jeden Fall zu Efi. Ja, würde wahrscheinlich schon zu mir passen, aber spricht mich halt, wie gesagt, optisch leider nicht an. Das ist mir nicht so... Ich mag nicht, dass das halt nur so comic-mäßig, also so animiert... Nee, irgendwie... Ich habe halt reingeguckt und... Fand das schon irgendwie so von der Story her interessant, aber ich glaube, das ist eher ein Game, was ich mir bei Leuten angucken würde, anstatt dass ich das selber spiele. Ich überlege die Zeit. War nicht links? Waren nicht links auch Affen? Ist vielleicht nicht so weit der Weg. Scheiße. Ich glaube, ich muss. Ich kann nicht gegen den Jaguar kämpfen alleine. Ich schaffe das nicht. Der ist zu stark für mich. Ist, glaube ich, zu stark für mich. Aber du bist doch auch animiert. Nee, aber zum Beispiel hier bei so einem Survival-Game, ich mag, dass es halt realistisch aussieht. Und ich hätte das halt irgendwie cool gefunden, wenn die Krabbe auch so realistisch gewesen wäre, aber kann man sich halt nicht aussuchen. Kann man sich ja nicht wünschen. Also zu dem Spiel passt es, aber mich spricht das dann halt optisch nicht so an, ne? Das ist halt... Dann spiele ich halt lieber einen Souls-like, was irgendwie... Was dann halt realistischer ist. Oder meinetwegen ein bisschen dunkler. Ich mag zum Beispiel auch eher dann Hollow Knight. So als Souls-like. Anstatt halt, so eine Art von Game. Ich finde das irgendwie optisch dann nicht so... Weiß auch nicht warum. Das ist nicht ganz so meins. Aber vielleicht irgendwann mal. Weil ich muss das ja nicht sofort spielen. Aber vielleicht irgendwann. So, wir müssen jetzt mal hier gucken, ob hier irgendwo Affen sind. Das ist ein Waldhund. Warum hat der nur die Hälfte an Leben? Der war vielleicht eins von den Lagern hier. Oh, der eine Barbar ist auch Level 19. Barbarenspeer. Oh, die hat aber sehr...
Große Brüste. Ab mit ihrem Kopf. Ich muss ja auch nicht immer eigentlich alle Sachen einsammeln. Von denen. Aber andersrum kann ich die halt auch zersetzen dann. Mal, was hier drin ist. Also ich habe nicht viele freie Tage diesen Monat, aber ich werde versuchen, dennoch das Krabbenspiel mal on-stream zu starten. Okay, das ist geil. Oh, hier sind Tomaten! Oh, wir haben Tomaten gekriegt, Leute. Geilo! Oh, sehen die juicy aus. Tomaten. Wer von euch mag Tomaten, Leute? Schreibt's mal in den Chat. Seid ihr Tomatenfans oder eher nicht so? Es gibt ja Leute, die keine Tomaten gerne essen. Ich muss sagen, ich finde Tomaten allgemein schon geil. Aber die müssen richtig schön knackig sein. Wenn die schon so eklig, ausgelutscht und alt und eklig und matschig sind, da kommt es mir hoch. Finde ich ja widerlich. Aber ich mag Tomaten mit Salz und Pfeffer, ne? So, oder so auf dem Döner und so finde ich die schon. Finde ich die schon lecker. Da hinten waren Affen. Ich kann mich daran erinnern, dass da hinten Affen waren, wo auch dieser andere Jaguar ist. Kann man sich eigentlich so einen Hund auch züchten und in eine kleine Falle machen? Dass man so seinen Hundebegleiter hat? Ist das jemand von euch? Weil ich wollte doch hier hinten irgendwo ein Baumhaus bauen. Und konnte das doch dann nicht bauen, weil der Jaguar mich die ganze Zeit getötet hat. Und ich glaube, irgendwo hier zwischen waren Affen. Das ist doch mal ein Waldhund. Warm geht gar nicht. Ja, warm finde ich Tomaten tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Weil die sind dann immer so... so matschig halt auch, ne? Also so Cocktailtomaten in irgendeiner Soße? Ja, fühle ich auch nicht so richtig. Hab gerade einen Salat mit Zwiebeln, Tomate, Gurke und Feta vor mir. Oh, das ist lecker. Das ist schon lecker. Krieg ich ja ein bisschen Appetit. Energie. Scheiße. Hier irgendwo waren doch die Affen, oder? Sieht halt jetzt alles anders aus, dadurch, dass der da gebaut hat. Vielleicht sind die Affen auch einfach weitergezogen. Füllt sich die Maskenenergie eigentlich mit der Zeit wieder auf? Oder muss ich dafür immer diese komischen Steine benutzen? Vielleicht gibt es den Jaguar auch einfach nicht mehr, weil er hier gebaut hat. Oh, was denn da drüben? Das ist eine Ruine. Bestie, da sind so eine Hunde. Viele. Der eine rennt weg. Der holt bestimmt seine Hundefreunde. Mehr, du kleiner Hund. Rest dich beim lebendigen Leib. Oh, bin über ihn gestolpert.
Schmutzhund. Aber es ist cool, Scotty, wenn du das wirklich streamst, dann kann ich mir das bei dir angucken. Dann spiele, muss ich das nämlich nicht spielen. Das heißt, ich muss es so oder so nicht. Mich zwingt ja keiner, aber... dann kann ich das halt auf meiner Liste lassen. Ich gucke mir das nur an, anstatt dass ich das selber spiele. Wisst ihr, wie ich das meine? So, und den hier brauchen wir, damit ich meine Maskenenergie hier wieder auflade. Die ist nämlich auf 0. Und die brauche ich wieder, damit ich die Bereiche scannen kann. Damit ich früh sehe, wenn hier irgendwo Gegner sind. Mann, ey, ich brauche doch nur so einen kleinen Affen. Doch, jemand gebaut. Hier! Da ist ein kleiner Affe! Wir jetzt eine Banane rein und hoffen, dass es hilft. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Oder ob ich dem nur Essen geben muss. Schnapp! Affe in der Falle. Affe jagen. Okay, jetzt habe ich den. Oh mein Gott, ist der süß. Der streichelt sich am Bäuchlein. So, und den muss ich jetzt nach Hause tragen, ist das richtig? Richtung Leuchtfeuer und hoffen, dass mich kein Vieh angreift. Ich habe 30 von 100 Energiestein. Ich... schau nicht wirklich, aber ich meine, die füllt sich auch eigenhändig wieder auf. Das weiß ich nämlich nicht. Also vielleicht mit der Zeit. Scheiße, hätte ich mir mal hier einen Markierungspunkt setzen sollen? Kann ich mir... Okay. Da müssen wir wieder hingehen. Da ist irgendwo unsere Falle. So, von dem komischen Schwein da müssen wir weggehen. Kleines Äffchen. Komm mit nach Hause. Mit R, genau. Wie mit R? Ach so, auf der Karte. Ich wollte schon sagen, aber wenn ich jetzt R drücke, dann lasse ich den Affen frei. Oder ist er jetzt automatisch domestiziert, weil ich den jetzt habe? Nee, ich glaube, ich muss jetzt halt an diesen, an dieses Affending rangehen, oder? Was ich gebaut habe? Okay, hier ist das Lager. Wenn ich jetzt hier ganz normal einfach durchgehe, müsste eigentlich nur ein Schwein kommen, was mich angreift. Alles andere habe ich auf dem Weg hierher schon getötet. Außer der Jaguar, der ist da hinten irgendwo in der Ecke. Da ist ein Hund. Nein, der hat mich gehört. Er hat mich gehört. Oder? Hat er doch nicht? Hat er doch nicht. Rupan! Geile Leute. Und dann holen wir uns morgen so ein kleines Wasserschwein. Nur ich weiß halt nicht, was das Wasserschwein... Ich glaube, das muss ich auch Nahrung, glaube ich, herstellen. Ne? Aber ich weiß nicht, für den Affen... Da weiß ich tatsächlich nicht, ob ich da irgendwie Nahrung machen muss. Keine Ahnung. Weil ich habe hier hinter meinen Sheltern habe ich nämlich so einen kleinen Bereich gebaut.
Oder muss ich den jetzt hier hinsetzen? Einfach nur den Affen. Er rennt weg. Oh, er kommt wieder. Jetzt sitzt er da hinten. Hä? Oder wie muss ich das denn sonst machen? Oder ist der jetzt schon domestiziert, der Affe? Dass die dann halt in einem bestimmten Bereich rumlaufen. Nee, oder? Das wird nicht richtig gewesen sein. Oder? Ich meine, das ist jetzt dein Affe. Also wenn er noch mal in die Falle geht, dann vielleicht nicht. Wenn er jetzt nicht vor mir wegrennt, dann ist es vielleicht mein Affe. Oh, doch, es ist meiner. Hä, oder doch nicht? Da stand gerade eben Affe aufheben. Warum rennt er denn jetzt weg? Doch, guck mal, der ist blau. Das ist mein Affe jetzt. Aber warum rennt der weg von mir? Hat der einfach Angst? Muss ich den auch füttern jetzt? Oh Gott, ist der süß. Also, weil der hat ja keinen Shelter irgendwie, oder? Wo man den reinsperren kann. Oder gibt es ein Affenhaus oder sowas? Es gibt nur ein Affenlagernest. Und das war's. Tierzucht. Papageigestell. Affenlagernest. Also dieses Papageigestell könnten wir eigentlich auch noch bauen. Da könnten wir uns mal gucken, dass wir hier einen Papagei uns holen. Möchte dann einer von euch der Affe sein? Kann man den umbenennen, den Affen? Schlachten. Ich kann machen, dass der mir folgt. Oh mein Gott, ich mache mir eine Affenarmee. Kennt ihr das wie in Ark, wenn man sich einfach so eine Dodo-Armee macht? Ist das süß? Okay. Ich kann ihn auf meiner Schulter platzieren? Nein. Spiel einfach eine 20 von 20. Oh mein Gott. Ich wollte doch immer ein Affe sein. Aber wie kann ich ihn den jetzt wieder runterlassen? R? Ah, mit R, okay. Also Godan möchte ein Affe sein. Godan, der erste, beste Affe im Haus. Oh Mann, Alter, ich kann auf dieser Tastatur nicht schreiben. Der erste beste Affe im Haus. Bemerkung ist zu lang. Oh. Der erste seiner Art. Das ist ein weibliches Tier. Godan. Es tut mir leid. Cool. Jetzt haben wir einfach ein kleines Äffchen.
Und zweimal Kaki. Sehr nice. Und der sammelt uns jetzt eigentlich früher oder später Früchte, glaube ich, ne? Das ist auch eigentlich richtig disgusting, oder? Dass ich hier mein Essen drin habe und dann habe ich hier noch Scheiße drin. Das ist schon eigentlich richtig ekelhaft, wenn ich mal ehrlich bin. Verdirbt in 23 Stunden. Ich mache daraus, glaube ich, mal Samen. Weil die Samen, da habe ich, glaube ich, länger was von. Ich kann mir Kürbissaatgut herstellen. Tomatensaatgut kann ich mir herstellen. Aber ich kann mir aus den Tomaten keine Samen herstellen. What? Tomatensaatgut. Ach so, kann ich das in meiner Hand machen? Kann ich in meiner Hand machen. Okay. Seht ihr? Und das meine ich. Manchmal muss man das an der Werkbank machen und manchmal macht man das im Inventar. Und das ist halt so ein bisschen so komisch gemacht, finde ich. Ich gehe mal kurz zum Arzt und lass mich mal umoperieren. Mach das mal gut an. Aber das finde ich halt echt komisch in dem Spiel. Das ist manchmal halt so... Dass ich, also warum muss ich denn jetzt einen Kürbis? Ah ne, hier mache ich ja Tomaten. Ach, bin ich blöd. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe mich verklickt. Egal, ihr habt nichts gehört. Ananas wollte ich machen. Die Ananas. Aber ich glaube, eine Ananas ist zu wenig, oder? Tomate meinte ich gar nicht. Ananas. Anaconda. Okay, ich glaube, von Ananas kann man gar keine Saat machen. Crazy. So, jetzt muss ich wieder alles einsortieren. Ich würde dann noch die andere Dingsbums holen. Und dann mache ich langsam aus für heute. Ich bin auch schon ein bisschen müde jetzt, muss ich ehrlich zugeben. Das ist doch schon ein bisschen anstrengend, finde ich immer. So alles im Überblick zu halten und sich wieder neue Sachen anzueignen und sowas alles. Soll kein Mimimi sein, aber ich bin langsam echt ein bisschen müde. Ich werde aber morgen wieder streamen. Also falls ihr Bock habt, morgen wieder zuzuschauen. Wir können ja auch mal überlegen, was wir morgen vielleicht machen. Dass wir vielleicht wieder ein bisschen rumlaufen oder so. Also ich würde eigentlich gerne nochmal zu der Area gehen, wo wir vorhin alles verloren haben. Und würde gerne da nochmal versuchen, wenigstens so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen nochmal an Ressourcen zu kommen. Oder vielleicht nochmal die einen oder den ein oder anderen mitzunehmen. Vielleicht geht das. Ich lass mal die Kacke hier drinne. Verdirbt die? Nö. Dann lasse ich das da einfach drinne. Ah, juckt. Ach scheiße, unser Kürbis und so ist hier halt noch nicht gewachsen. Der wird erst in 24 Minuten reif. Und das wächst, glaube ich, gar nicht, weil... Kein Knochenpulverdünger. Kein Knochenpulverdünger.
Okay, der hat auf jeden Fall noch genug Essen. Vielleicht nicht, dass der stirbt. Ich meine, zur Not muss ich den schlachten. Aber das wäre dann schon schade. Oh, 52 Keramikdinger hergestellt. Ja, cool, aber weil er die halt mit rumgeschleppt hat, hat er halt keine Schüsseln hergestellt. Ach nee, weil ich kein Lehm mehr habe. Okay, Leute, wir wissen, was wir morgen wieder erstellen müssen. Lehm müssen wir morgen wieder holen. Okay. Aber das sollten wir hinbekommen. Vielleicht jetzt am Ende noch mal ein bisschen Holz, obwohl 37 Stunden. Das ist schon noch okay. Die Falle ist kaputt, ne? Da muss ich so oder so leben. Ich scheiß auf die Falle. Die ist kaputt. Ich lasse sie da stehen. Weil das Problem ist, ich habe jetzt eh kein Lehm. Wenn ich die holen muss, muss ich die eh reparieren, sonst kann ich die nicht mitnehmen. Kann ich die Markierung löschen? So, okay. Oder wir gehen morgen mal hier hin, zu dem anderen Nordregenwaldspeer. Wollen wir das morgen machen und da vielleicht hingehen, dass wir uns das Gebiet mal angucken? Aber dass wir halt nicht wirklich was mitnehmen, außer vielleicht ein bisschen Nahrung. Und vielleicht nicht die besten Waffen, falls wir da sterben. Das könnten wir eigentlich auch machen. Dann gehen wir morgen zum Nordregenwaldspeer, okay? Würde ich sagen. Und dann mache ich heute hier für die Zeit erstmal Schluss. Ja, das sollte noch reichen mit dem Holz und sowas alles bis morgen. Sind ja nicht ganz 24 Stunden. Es ist schon 19:18 Uhr, alter Schwede. Okay, ich muss wirklich jetzt langsam ausmachen. Die hat noch genug Essen, oder? 10 Essen. Reicht dir das bis morgen? Guck mal, dass ich der vielleicht noch was anderes zu essen gebe. Vielleicht noch das. Ach komm, die kann die Ananas essen. Und das gebe ich ihr. Wo bringt die immer die Schüsseln und so hin? Warum sie das nicht woanders hinbringt, komische Frau? Wenigstens hier rein. Crazy. Zwei neue Clips im Discord. Dankeschön, ihr Lieben, fürs Clippen. Vielen lieben Dank. Aber ich glaube, Patty, die brauchst du auch gar nicht immer reinstellen, weil die werden automatisch jetzt eingestellt. Wenn Clips gemacht werden, dann braucht ihr die, glaube ich, gar nicht mehr reinpacken, weil wenn mein System, mein Bot mitbekommt, dass ihr einen Clip erstellt, dann werden die immer automatisch da jetzt gepostet. Da habe ich nämlich von Scotty einen Tipp gekriegt, dass man anderen Bot benutzen kann. Und dadurch hat das eigentlich ganz gut funktioniert, dass die jetzt immer automatisch reingepackt werden. Aber ist trotzdem ganz lieb fürs Klippen. Dankeschön. Guck mal, jetzt hat sie 696 an Stimmung. Aber noch kein Attributpunkt. Schade. Es steht zwar, es wäre was neu, sagt der Bot, aber der Bot postet dann keine Links. Doch, eigentlich sollte das so
Wo ist meine Maus? Hier drüben. Eigentlich sollte das so sein. Doch, hier ist der neueste Clip aus den Efi-Streams. Und darunter ist auch direkt das Video. Ihr erster Schiss. Da muss man draufklicken. Und dann kommt man zu dem Clip. Das klappt eigentlich. Es sei denn, ihr seht was anderes als ich. So, das war's, glaube ich. Ich esse aber auch noch was. Vielleicht auch einmal hier so einen Fisch und so eine Pilzsuppe und ich trinke auch einmal ein Getränk. Ich sehe da aber kein Video. Naja, du müsstest dann auf den Link, also auf den Namen klicken. Ihr erster Schiss müsste da stehen. Ich glaube, das hat Taktik gepostet gehabt. Beziehungsweise geklippt. Man kann nicht wie bei YouTube dann, bei dem YouTube-Link, da kann man halt direkt auf das YouTube-Video klicken. Aber bei dem Clip direkt, da muss man dann auf, da steht sozusagen 1990 EFI, dann steht da ihr erster Schiss, also den Titel. Da muss man dann theoretisch draufklicken. Und darunter ist dann die Länge, wie viele Views, welches Spiel und wer das erstellt hat. Ja, vielleicht könnte man das auch einstellen, dass genau der Clip, die URL nochmal irgendwie angezeigt wird, dass man da leichter draufklicken kann. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Okay, aber mein Affe stirbt jetzt nicht, ne? Wenn ich den jetzt hier draußen rumlaufen lasse. Also nicht, dass da jetzt irgendwie wilde Tiere oder so kommen, die den fressen. Oder auch mein Guguru. Der Truthahn. Mein Gott, was hat denn der alles gesammelt? Ist ja geil. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall immer Lebensmittel. Ist ja übelst cool. Also wir bräuchten auf jeden Fall noch einen zweiten Affen. Kann ich mal einen Bildschirm übertragen? Das ist dann wohl nur für den Streamer zu sehen. Nee, kannst du mir auch einfach mal einen Screenshot schicken? Und dann kann ich dir mal einen Screenshot von mir schicken. Wie das bei mir aussieht. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache mich weg für heute. Ich lock mich aus dem Game. Aber hat mir wieder echt gut Spaß gemacht. Schade, dass wir halt die NPCs verloren haben. Dass sie uns leider gestorben sind. Und dass wir halt nicht den Jaguar fangen konnten. Also, dass wir da halt wirklich Babys brauchen. Wir werden uns morgen auf jeden Fall noch ein... Wir werden uns Lehm beschaffen. Wir werden uns ein Wassertier oder ein Tapi oder irgendwie sowas. Und so ein Wasserschwein werden wir uns noch holen. Weil irgendwie stellen die ja auch irgendwas her. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur Kacke produzieren. Dann werden wir mal Richtung Norden gehen zu den Speeren. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Und dann mal gucken. Dann wird wahrscheinlich die Zeit wieder Ewigkeiten vorbeigegangen sein, sodass wir dann wahrscheinlich gar nicht das alles wieder schaffen, was ich geplant habe. Gute Nacht!